sind wir zur nächsten Folge. Weiter geht's. Ziemlich hoher Preis. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund? Nur geschäftlich, nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Hals und Beinbruch. Danke. Hier lang. Mann, Homie, du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo, Ninjutsu? Ja. Yeah. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, hab Kompicki-Plan von innen gesehen, nicht schlecht, aber sie will dich raushaben. Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Ach so. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wollen wir da jetzt Fragen stellen? Zum Beispiel, wie kommen wir wieder weg? Hallo? Oder, na komm, wir müssen. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Pff. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business.
Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Hajime Taki. Sonst noch was? Gesundheit. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%, aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vi. Das klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was ausseht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt, das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in einer Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Wollen wir los? Ja, ne? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior?
Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen hier einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Im Ernst, wie? Hältst du mich für so oberflächlich? Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Hey, wie läuft's? Wir nähern uns unserem Ziel. Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpeki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Harry. Gehen wir. Okay. Action. Warte. Ich hol den Flathead. Schickes Taxi. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon. Du willst Hajime Taki sprechen. Willkommen im Konpeki Plaza. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Ich glaube nicht, dass ich mich hier erklären muss. Niemandem gegenüber. Nun, wir haben aber Regeln, die das vorschreiben. Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Sehr freundlich. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, 2 Erwachsene, 1 Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren.
Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Habe ich Sie gebeten, das zu tun? Nein. Ich dachte nur, weil... Und wer hat Ihnen erlaubt zu denken? Wie bitte? Ich ganz sicher nicht. Also, wer sonst? Hm? Ein gut gemeinter Rat. Tun Sie, was von Ihnen verlangt wird. Also, wie war die Zimmernummer? Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Ich bin arrogant als Konzern. Etwas dick aufgetragen, oder? Vertrau mir, an Orten wie diesem nimmt dich sonst keiner für voll. Wir kennen uns aus. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Sieht nett aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch auf. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vor... Weißt, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein scheiß Vertreter. Ich gehe hoch. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, Sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Denn das betrifft alle hier. Alle werden eins reinkriegen. Hey, geht's schlafen. Und was wird aus der Galerie? Ein Privatjet aus Seattle. Ziemlich schön. Ich weiß das zu schätzen. Muss einiges gekostet haben. Irgendwas oder warum kann ich nicht mit mir gehen? Achso, weil da dieser Splitter war oder was? Stock, bitte sehr. Wird auch Zeit. Помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про сражение под Новоиркутском они брали. Про аварию на Бакунинской 3 брали. Они все... Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Muss ich dann checken hier, ne? Thank you.
Systeme laufen. Ladung bei 100%. Wie sehen wir denn so aus mit dem Anzug? Wunderschön. Da, der Kleine steckt fest. Wunderschön. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Oh, was ist denn da los? Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Sachen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Bug? Problem. Hausmädchen, das sie findet. Und Zimmerservice ist im Weg. Tut mir leid. Ich lenk sie ab. Überall war Blut. Was haben wir denn im Sandgeld war ordentlich. Okay, schon dabei. So krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome. Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Ob er Single ist? Wer? Du weißt schon. Gut aussehend. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Der Kerl, der glaub, das wird nicht. Yorinobu Arasaka. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Er mag in euren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Na und? Bei dem Saka sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Bug, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch hast gar du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt, keine Zeit für Schmeichelei. Geht ja recht easy jetzt hier, ne? Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir's raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera.
Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Flathead mit dem Stuhl verlinken, B. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Okay, ich glaube, wir leveln mal eben ein bisschen auf. Wir haben verfügbare 8 Stück. Ich will auf jeden Fall in den Bereich technische Fähigkeiten und Intelligenz gehen. Ja gut, das müssen wir auf die Dauer dann natürlich auch hochkriegen. So. Und dann kann man ja nochmal reingehen und Vorteile. Schalte den Dämon großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netz 3 Minuten lang deaktivieren kannst. Das ist natürlich krass. Verbessert den Demon Data Mining, sodass du an Zugangspunkten 50% mehr Euro-Dollar erhältst. Hebt automatische Zugangspunkte in der Nähe hervor. Erhöht die Breach-Dauer des Breach-Protokolls. Verbessert die Macht. Quick Hacks. Regeneration von Speicherkapazität im Kampf stellt alle 60 Sekunden 4 Speicherpunkte wieder her. Das ist natürlich auch gut. Zeigt gegnerische Netrunner an, wenn sie versuchen, dich zu hacken. Schaltet Schimmer. Das machen wir. Das ist ganz nice. Die Eliminierung eines Ziels, das von einem Quicker. Okay. Das Neutralisieren eines Ziels, das von einem Quicker betroffen ist, stellt sofort einen Speicherpunkt wieder her. 10% mehr Schaden. Schaltet Schimmer frei. Verringert die Quickaxe erforderliche Speicherkosten um 1 Punkt. Okay, wir machen erstmal, also wir gehen mal hier drauf. So. Und dann Quickaxe versuchen wir noch mehr Schaden. Zack. Sieht gut aus. Weil ich möchte natürlich mehr auf Quick Hacks gehen jetzt. Jetzt muss ich schon warten. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine Scheiß-Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu?
Wie du sagst, du kriegst die Ratte aus dem Konzern raus. Aber nie den Konzern aus der Ratte. Der hatte nur Langeweile. Haben alle Stinkreichen irgendwann. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Aber wenn er gerade in der Lobby ist, das heißt... Hey, Bug. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren Scheißjob. Da, unterm Boden. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Bingo, da kommt was raus. Komm her, Vi. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Relic intakt? Biochip Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da, jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich fass es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Oh, fuck. Also, Stufe. Arasaka-sama. Mada Bodychek no wat imasen. Watashi no musuko da. Sonji to olimas. Omochishimashou ka, rei no. Watashi ga yaru. Itte kure. Zu knapp. Wenn D
der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajane! Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Ich そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか？ 出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？何かの間違いだろ。 あんたは自分のことしか考えていない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。ファック。これでもう俺のことを許す必要はない。 Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. そうだ。何の話です？竹村、お前の仕事は何だ？何の話です？単純な質問だ。答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。必ずご期待に沿いますゆえ。 Umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Scheiße, das ist tot. Das überhaupt auszusprechen. Fenster. War doch da oben, oder?
das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nicht jetzt! Die haben mich... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Das müssen wir jetzt alleine machen. Das Fenster, also geh zum AV-Landeplatz. Wir gehen mal hoch. Scheiße, da sind zwei Wachen. Ohne Knarren? Ich muss den Relikt. Nani ga ochiteru da? Autorisierter Zugriffsversuch. So, verschlüsselter Splitter. Okay. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind, bis das Sicherheitspersonal eintritt. Ja, keine Sorge. Wir warten. Oh, chingada madre! Wir müssen hier raus. Sofort! Okay, hier das Bett aus. Machen wir. Wäre nur schön, wenn Jackie sich mal ein bisschen beeilt. Jetzt würde hier rum. Du schaffst das, Jackie. Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Sind die Idee, Protokoll junger Jungscher, Tantchen? Schmerz. Oh, Scheiße. Ja, das war knapp. Der Relic. Madres! Oh, das ist nicht gut. Was macht der Biochip? Weiß nicht. Druckabfall im Behälter, Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter, Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach! Wie? Compacky ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt! Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das... klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie. Alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran.
Del! Wir sind gleich da! Halt dich bereit! Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann! Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Erstmal eine Folge beenden. Oh, oh, oh. Das